Ja, lieber Christian, herzlich willkommen im Café Digital bei einer Premiere des Café Digital. Bis jetzt ist ja das Café Digital ein Podcast in der ACB. Also herzlich willkommen. Dankeschön. Christian, es geht heute um ein neues Produkt, das sich Cloud Best Practice Analyzer nennt. Also man hört schon im Titel, da wird mit Superlativen nicht gegeizt. Was kann ich mir jetzt unter dem Cloud Best Practice Analyzer vorstellen? Der Cloud Best Practice Analyzer ist entstanden von der Idee, dass es in den Portalen der Office 365 Produkte über 1000 Einstellungen gibt, von denen einige wichtig sind, dass man sie umstellt. Viele sind im Default gut eingestellt. Beim Paar muss man mit dem Kunden drüber reden. Und wir haben ein Werkzeug gesucht, wo wir die Einstellungen beim Kunden gut dokumentieren können, wo wir mit dem Kunden die wichtigen Einstellungen, eigentlich alle Einstellungen durchgehen können und unsere Best Practices dokumentieren können. Aus dem ist der Cloud Best Practice Analyzer entstanden. Ah, okay. Jetzt bin ich kein Experte für Office 365 und die Einstellungen. Kannst du da vielleicht ein paar Beispiele nennen? Ja, also eine Einstellung, die per Default richtig ist, die wir aber immer wieder nachkontrollieren. Die Microsoft hat eine Einstellung, wo sie fragt, dürfen wir deinen Usern Mails schicken über Informationen von Office 365? Die Einstellung ist zum Glück auf Aus und das kontrollieren wir, ob das auch wirklich auf Aus ist. Eine Einstellung, die per Default aus unserer Sicht datenschutzrechtlich bedenklich ist, das ist User Consent to Apps. Das ist die Möglichkeit, dass du dich mit deinem Office 365-Account bei Third-Party-Produkten anmelden kannst. Und hier kann es dazu führen, dass du einwilligst, dass Daten an den Third-Party übermittelt werden, die datenschutzrechtlich nicht okay sind. Das ist etwas, was wir standardmäßig normalerweise abdrehen beim Kunden. Eins, wo man beim Kunden diskutieren muss, das ist die Einstellung, dass alte Protokolle wie POP3 und IMAP4, die standardmäßig enabled sind, da diskutieren wir mit dem Kunden, ob seine Clientlandschaft so ist, dass man diese Protokolle disablen kann und somit die Sicherheit noch erhöhen kann. Okay, danke. Jetzt sprichst du von Hunderten, wenn nicht gar tausend solchen Einstellungen. Das klingt jetzt sehr komplex. Wie geht ihr an das heran? Ja, der Prozess ist an sich sehr kurz und knackig. Wir machen das mit dem Kunden manuell, gehen wir die Portale durch. Das dauert ungefähr 4 Stunden, 3 bis 4 Stunden. Wir haben eine Datenbank, wo wir unser gesamtes Wissen drinnen haben. Und deswegen können wir das sehr, sehr schnell umsetzen. Auch sehr schnell sehen, welche Defaults sind da und welche Veränderungen sind da. Da steckt sehr viel Wissen drin, sehr viel Erfahrung drin. Aber in Summe ist das in 4 Stunden erledigt. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, die Settings automatisiert auszulesen und in die Datenbank einzuspielen, weil wir gesehen haben, es ist wichtig, mit dem Kunden seine Portale durchzugehen. Damit lernt er auch selber die Portale besser kennen, sieht vielleicht Settings, die er so noch nicht gesehen hat. Also wir haben gesehen, es ist wichtig, das mit dem Kunden durchzugehen. Aber in 3 bis 4 Stunden sind wir damit fertig. Toll. Jetzt muss ich natürlich die Frage stellen, was kostet das? Ja. Den Cloud Best Practice Analyzer gibt es einmal als diese Erstanalyse, wo wir die Settings durchgehen, dokumentieren und festlegen. Die kommt auf 3000 Euro. Da ist quasi das Wissen drinnen, die Datenbank drinnen und die Zeit, die wir brauchen, die Settings zu machen. Und wir haben ein monatliches oder ein quartalsweise Service, wo wir mit dem Kunden viermal im Jahr uns wieder hinsetzen. Wir dokumentieren alle neuen Einstellungen, die dazukommen. Es verändert sich auch manchmal die Best Practice und in diesen quartalsweisen Meetings gehen wir mit dem Kunden die veränderten neuen Einstellungen durch. Das kommt auf 250 Euro pro Monat. Da sind 500 User inkludiert und jeder weitere User kostet dann 0,365, also O365 Euro. Na, das klingt sehr überschaubar. Was kriege ich als Kunde jetzt dann in die Hand? Ja, nach der Erstanalyse kriegst du einen Report, also ein Word-Dokument, ein PDF-Dokument, wo du alle Einstellungen aufgeführt hast, die entweder nicht dem Standard entsprechen und oder nicht unseren Empfehlungen entsprechen. Also wenn wir empfehlen, User Consent to Apps abzuschalten und du sagst, nein, ich lasse das, dann steht in dem Report drinnen, das ist so, wie der Default-Wert ist, enabled, aber wir als ACB empfehlen, das zu disablen.
Jetzt ist es schon durchgeklungen. Das ist, glaube ich, etwas, was lebendig gehalten werden muss. Wie realisiert ihr das? Ja, das ist eben, es gibt Kunden, die machen nur diese einmalige Analyse, aber empfehlenswert ist es eben quartalsweise sich anzuschauen, welche Settings sind dazugekommen. Da gibt es ein paar auch sicherheitsrelevante Settings, die per Default auf On sind, also so wie das Ding. Die Cloud lebt ja und deswegen ist dieses quartalsweise Service auch ein wichtiges Service für unsere Kunden. Eine tolle runde Sache. Lieber Christian, danke, dass diese Premiere heute über den Cloud Best Practice Analyzer mit dir stattfinden hat dürfen. Danke. Gerne. Danke, dass ich da sein durfte.